Also, der nächste Tag kam, mein erster Drehtag. Ich hatte eine Maskenbildnerin, eine Französische, die hatte so einen 14 Jahre alten Hund, den sie dann ständig immer abschlapperte und mit mir dann immer in das Gesicht ging. Und ich dachte, was ist so widerlich? Das will ich alles nicht. Und bei den Franzosen ist es nicht so, dass man eine Maskenbildnerin hat, sondern man hat jemanden nur fürs Make-up und nur für die Haare. Gut, für die Haare, das war, weil es eine Bettszene war, normal. Dann wurde ich sozusagen ausgezogen, ich durfte also meine Unterhose anbehalten, bekam also einen Morgenmantel an. Dann wurde ich dann zum Drehort gebracht, da stand ein riesiges Bett. Ich hatte meine Rolle wirklich bei Gott gelernt, ich durfte sie auf Deutsch sprechen, der Kollege sprach auf Französisch. Und dann kam eben auch mein Partner, den ich da zum ersten Mal sah, stellte sich sehr höflich vor. Ich meine, das finde ich immer wahnsinnig komisch. Das ist so, Katharina, Christoph, ja, und so, wir gehen jetzt also gleich ins Bett. Gleich mussten wir da eine super heiße Liebesszene hinlegen. Ich kenne die Menschen überhaupt nicht, weiß überhaupt nicht so. Und der spielte ja Henri Quatre und Henri Quatre war ja berühmt für seine große Nase. Und deswegen hatte der immer 2 Stunden Maske, weil man dem so eine Nase drauf pappte. Ja, also der kriegte so einen Höcker auf die Nase. Irrsinnig aufwendig, also 2 Stunden Maske nur für diese Nase. Also wir legten uns zusammen ins Bett. Ganz keusch habe ich dann meinen Morgenmantel ausgezogen unter der Decke, die ich mir bis hierher gezogen hatte. Dann kam er ins Bett, entschuldigte sich tausendmal. Dann haben wir das kalt einmal durchgespielt, haben uns also den Text geprobt, also dass ich wusste, wann er aufhört, dass er wusste, wann ich im Deutsch aufhöre, dass er mir dann antwortet, weil wir wussten ja nicht, was wir da reden. Also, dann probierten wir das nochmal mit unserem Regisseur. Dann wurden die Kameras eingerichtet, Licht wurde eingerichtet, der Tonmeister. Und ich hatte verlangt, zumindest das, dass nur die im Raum sind, die wirklich dorthin gehören und nicht das ganze Team. Dass also nicht jeder Beleuchter und nicht jeder Fahrer und jeder. Ja, das hätte ich mir sparen können. Das Zimmer war voll gepfropft mit Leuten, die natürlich alle die Bosch sehen wollten. Die jetzt hier wahrscheinlich komplett versagt. Gut. Ich hätte nur heulen können. Mir ging es so scheiße. Ich hätte wirklich nur heulen können. Die Szene geht los. Mein Partner nimmt mein Gesicht, küsst mich und fängt an, das wegzutun. Plötzlich kriegt der solche Augen. Ich muss dazu sagen, dass ich eine wirklich tolle Oberweite hatte. Und mein Vater hat immer gesagt, auf dem Busen kann man Läuse knacken, Flöhe knacken. Also ich hatte wirklich was zu bieten. Der sieht meine Bubis und dreht total durch. Fing plötzlich an, sich festzusaugen. Also das stand wirklich nicht im Drehbuch und tauchte immer wieder auf. Und jetzt verrutschte die Nase. Jetzt hing die plötzlich so. Und ich hatte überall diese Plastiknase kleben. Und als er dann noch eine Etage tiefer gehen wollte, habe ich ihn dann gepackt und habe ihn da oben gezogen. Und irgendwann ging es nicht anders und dann habe ich ihm eine geknallt. Da kam er zu sich, hat sich tausendmal entschuldigt. Und dann sagte er den bedeutenden Satz, er hätte das gerne vorher gesehen, weil dann hätte sie ihn nicht so überrascht und er wäre totaler Busenfetischist und das hätte ihn jetzt einfach übermannt. Ich gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Dann hatte der wieder 2 Stunden Maske, um die ramponierte Gumminase wieder da irgendwie ranzupappen, die ich zu 80% inzwischen hier überall hängen hatte. Also auch ich musste gesäubert werden. Ich hätte es eigentlich nur noch komisch gefunden. Und aber. Es wurde so hingedreht, dass ich dran schuld war. Also da sieht man mal wieder die Deutsche und so, die kann überhaupt nichts. Und also Marcel war wirklich, es war widerlich. Ich litt nur. Und dann hieß es aber plötzlich, nein, wir drehen nicht weiter. Sie drehen jetzt was anderes, weil das zu aufwendig ist, bis die Nase wieder angepappt ist und so. Also ich kann auch nach Hause gehen ins Hotel. Es wird heute nicht mehr gedreht. Ich bin nach Hause gegangen. Ja, und war so weit, dass ich mich umbringen wollte, ehrlich. Ich meine, wie alt war ich? 19. Ich kam damit nicht klar. Ich habe dann meine Mutter heulend, aber wirklich, ich habe mich gar nicht mehr beruhigt. Ich habe meine Mutter angerufen, ich war so fertig. Und was machte meine Mutter? Rief den Produzenten an, André Liebig, war ein Ungar. Und
hat dem das gesagt und eine Viertelstunde später kriegte ich einen Anruf von André, der sagte so, pass mal auf, Schätzchen, du bist als deutscher Star eingekauft worden. Warum lässt du dir das bieten? Ich verstehe dich nicht. Ich, pass mal auf, du kannst dich jetzt richtig aufführen. Führ dich auf wie ein Star. Du hast von mir die grüne Karte. Du kannst machen, was du willst. Und wenn es nicht weitergeht, dann brich ab. Es ist für mich kein Problem. Du kannst diesen Weg gehen. Es liegt mir nichts ferner, als mich so aufzuführen. Und am nächsten Morgen kam Klaus Krümberg wieder zu mir und sagte, du pass auf, ich halte dir Händchen. Ich hatte dem das erzählt und sagte, jetzt zeig mal, was eine Hake ist. Zeig denen jetzt endlich mal, was eine Hake ist. Dieses Mal, also die Bettszene war verschoben nach hinten, Gott sei Dank. Das hatte auch André gemacht. André hatte eingegriffen und hat gesagt, es war schon eine Frechheit, dass sie diese Bettszene vorgezogen haben. Und diesmal hatte ich eine Szene mit einer Kollegin von der Comédie Française. Und also ich kam morgens zum Make-up, die wieder mit ihrem Hund zugange und wollte mir wieder in das Gesicht. Und dann habe ich dir auf die Finger gehauen und habe gesagt, jetzt reicht's. So viel Französisch konnte ich. Die war total erschrocken. Oui, Madame. Und plötzlich ging's. Genauso wie mit den Haaren. Ich habe gesagt, was ich haben möchte, Schluss, aus. Dann kam ich ins Kostüm und dann dachte ich, wo sind denn meine Kleider? Ich sage, wo sind meine Kleider? Ja, nein, die haben die Damen von der Comédie Française. Ich sage, nein, das sind meine Kleider, die mir aus Deutschland mitgegeben wurden. Und wenn ich nicht sofort die Kleider bekomme, bin ich hier raus. Sofort. Keinerlei Diskussion. Rums waren meine Kleider da. Ich habe mir das Schönste ausgesucht, bin wie eine Königin zum Set gerauscht. Dort saßen sie alle und die eine wieder. Und dann wollte sie mich ansprechen. Ich habe gesagt, Tagei! Plötzlich waren sie alle wahnsinnig nett. Und dann habe ich die französische Kollegin geschlachtet. Es war auch die genau die Szene, die ich gebraucht hatte, wo Margot de Navarre mit der Geliebten ihres Mannes die richtig fertig gemacht hat. Die fing irgendwann an zu heulen und sagte, sie dreht nicht mit mir weiter. Die sah ihre Fälle davon schwimmen. Und da stand plötzlich Marcel Camus auf und sagte, voilà, Katharina, c'est la vraie Margot. Katharina ist die wahre Margot. Ich hatte den Ritterschlag gekriegt. Und ab dem Moment haben wir uns alle geliebt, alle haben sich wunderbar verstanden. Das ganze Team war wunderbar. Das war, aber erstmal musste man diese Fiesigkeiten auspacken, damit das dann richtig lief. Ja, und dann kam meine Mutter. Morgen geht's weiter.